Hallo. Wie ihr wisst, ich habe ja bei der Verlosung vom Stadtgecko von Dirk mitgemacht und er hat mich sogar tatsächlich gezogen. Meine Freude war übermäßig groß, muss ich ehrlich gestehen, weil ich noch nie was gewonnen habe, wirklich. Und hier ist das Paket und das packe ich jetzt aus. Und zwar, da gibt es die Geschichte zu. Ich habe ihn gefragt, also zumindest hat er mich gefragt, was ich für ein Paket haben möchte und ich konnte mich nicht entscheiden und habe ihm dann einfach überlassen, was er mir schickt. Das heißt also, ich habe keine Ahnung, was er mir jetzt geschickt hat. Und das packe ich jetzt aus und bin dann gespannt und dann ist es eine sehr schöne Weihnachtsüberraschung, weil ich keine Ahnung habe, was er mir geschickt hat. So. Ich habe Angst, das da kurz zu machen, weil ich mir den Messer da reinrahme. So. So. Als erstes einmal gibt es hier das Gemüse Jambalaya. Ich bin sehr gespannt, weil das letzte, was ich hier von Track and Eat hatte, war furchtbar ekelhaft und ich konnte es nicht essen und es sah aus wie Kotze. Also jetzt hoffe ich mal, dass das hier besser schmeckt. Ich weiß es nicht. Wir schauen dann mal. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Wenn man das auch nochmal sehen möchte, ob das schmeckt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben, ob ihr das sehen möchtet, wie ich das probiere. So, Verpackung. Oh, er hat mir noch was reingemacht. Oh, wie toll. Oh, auch noch vegan. Mmh, er weiß meine Vorlieben. Blissball. Bratapfelstyle. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Dann gibt es hier noch zwei Sticker. Da freue ich mich auch drüber. Die werde ich auch noch irgendwo bekleben. Mal gucken. Dann gibt es hier auch noch mal eine neue, also von Anker, eine Powerbank. Da freue ich mich auch drüber, weil wir haben von Anker schon Powerbanks gehabt, mein Freund und ich. Und muss ganz ehrlich sagen, die waren echt immer der Hammer. Und da freue ich mich auch schon über die Powerbank. Sehr geil. Was lachst du? Es ist übrigens hinter der Kamera, mein Freund. Hallöchen, Anker ist der Hammer. Deswegen, okay. Weiß nicht. Alles klar. Das fand ich auch gut. Faltbarer Becher, nicht schlecht. Da war Staub drin, Mensch, Dirk da. Hättest du aber ruhig mal noch abstauben können. BPA-frei, das ist auch schon mal nicht schlecht, gell? Nee, finde ich super. Danke dafür. Pfannenwender. Ist auch wieder gut, wenn ich dann wieder mal Rühreier mache mit der Susanne. Dann haben wir auf jeden Fall diesmal einen Pfannenwender. Das ist schon mal sehr gut. Und darüber habe ich auch sehr gefreut, weil ich wollte das unbedingt lesen. Und hier ist Mikroabenteuer. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Ist es auch signiert? Schade, nee. Das wäre jetzt auch super gewesen. Mann, Dirk, warum hast du es nicht signieren lassen? Und, was ist hier eingepackt? Was bist du? Ah, eine Laterne. Das finde ich auch cool. Da freue ich mich auch drauf. Dirk hat übrigens irgendwas rausgenommen. Er hat gemeint, es war irgendwie zu schwer um ein paar Gramm sonst hätte er noch mehr bezahlen müssen. Und er hat irgendwas rausgenommen, aber ich weiß nicht was. Das heißt also, ich werde ihm jetzt einmal schreiben, dass... Was fehlt? Ja, ich weiß nicht, was fehlt tatsächlich. Voll cool. Ich freue mich auf jeden Fall. So. Schön. Ja. Das war's dann mit dem kleinen Unpacking. Kurz und knackig. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.